Alright, ich wollte zurück zum Stundenplan gehen und mal sehen, ob ich vielleicht nochmal, da ich jetzt in den Gemeinschaftsraum gehe, ob ich vielleicht nochmal auf diese Website komme, um zu sehen, ob ich da vielleicht auf der Kissen sehen kann. Glaube ich. Mhm. Hier, dieser Tempel. Der ist vermutlich oben. Da war er gesagt, aber. Naja. Ich werde mal sehen, ob ich ihn irgendwo mal finden kann. Ich werde jetzt aber meine Bilderchen aufhängen. Ich glaube, ihr habt mal einen Baum. Ups. Ist angelöscht. Ich drück mal löschen, weil es genau drunter ist. Nee, okay. Ich glaube, ich habe mit jedem gesprochen. Außer Samuel. Samuel. Hi, was gibt's Neues? Tja, also, ich habe mich gefragt, ob wir beide uns nicht mal unterhalten könnten. Wir sind zwar schon ein ganzes Jahr zusammen, aber ich hätte keinen Bock. Na klar, worüber möchtest du reden? Ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Während des Unterrichts können wir uns ja leider nicht unterhalten. Wie du willst. Wie bist du hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Die Reiterei hat mich nicht immer begeistert. Ich wette, deine erste Leidenschaft war die Musik, stimmt's? Die Musik und die Menschen. Meine Kindheit habe ich in Deutschland verbracht. Ich war nicht gerade ein Musterschüler. Die Schule interessierte mich zwar, aber ich konnte mich schlecht konzentrieren. Ich versank ständig in meinen Träumen, sodass die Lehrer mich zur Ordnung rufen mussten. Ich versank auch ständig in meinen Träumen, aber die Lehrer bemerken es nicht. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, glaube ich, dass ich nicht begreifen konnte, wozu das alles gut sein sollte. So unterschiedliche Dinge wie die Mathematik und die Kunst zu begreifen, das überstieg meinen Horizont. Ich wusste bereits, was ich im Leben wollte. Am Abend, wenn ich nach Hause kam, verbrachte ich Stunden damit, Tommy Grant zu lauschen, einem bei uns sehr populären Radiosprecher. Er spielte Songs, die man sonst nirgends zu hören bekam. Ich sagte mir, dass es cool sein müsse, einen solchen Beruf zu haben, den ganzen Tag Musik hören und die Leute glücklich machen. Als ich auf die Universität ging, kam ich meinem Traum endlich näher. Bist du Radiosprecher geworden? Hey, Moment. Ich sagte doch, dass es eine lange Geschichte wird. Ich erzähle ein andermal weiter. Ich brenne auf die Fortsetzung. Ich nicht. Ich würde jetzt gerne. Obwohl, okay, machen wir es. Hier ist eine Falltür. Spoilers, die öffnen wir nie, leider. Ich würde gerne wissen, was da unten ist. Und, willst du mir von deinem Studentenleben berichten? Aber sicher doch. Wie ich schon sagte, veranstaltete ich während der Unizeit regelmäßig Partys. Ich sprach Bands an, mietete Säle und brachte Studenten zusammen. So verdiente ich mein Taschengeld und war glücklich damit. Eines Tages konnte ich den Sänger von Skyrock persönlich davon überzeugen, bei einer meiner Partys aufzutreten. Du glaubst nicht, wie stolz ich war. Meine Lieblingsband auf einer Party, die von mir organisiert worden war. Der Abend hat gut begonnen und die Menge tobte. Zwischen den Songs beglückwünschte mich der Sänger von Skyrock zu der tollen Party. Doch leider wären die schönen Augenblicke nie sehr lange. Im Handumdrehen verwandelte sich die Party in einen Albtraum. Wie das? Was war in der Zwischenzeit geschehen? Komm später wieder, dann erfährst du es. Oh, du willst die Spannung aufrechterhalten, was? Die anderen haben irgendwie länger erzählt. Ja. Der bevorstehende Wettkampf gegen die Akademie von Mai Ling weckte in mir erneut unangenehme Gefühle. Bei der kommenden Prüfung stand viel auf dem Spiel. Würden wir verlieren, wäre unsere Karriere beendet und die Accademia Fitzgeraldo müsste für immer schließen. Mai Ling und ihr Team verhielten sich uns gegenüber sehr zuvorkommend, aber gewinnen lassen wollten sie uns nicht. Schließlich ging es um das Finale. Der Zeitpunkt war also nicht günstig, um mit mir zu reden, und einige Leute sollten das schmerzhaft zu spüren bekommen. Hallo, störe ich dich? Um ehrlich zu sein, ja, aber wo du schon mal hier bist? Ich wollte dir sagen... Ja? Also, die anderen wollen zelten gehen,
Ein Abend am Lagerfeuer, weißt du? Und da dachte ich, ich lasse dir eine Karte hier, für den Fall, dass du mitkommen willst, wenn du einverstanden bist. Für sowas habe ich keine Zeit. Falls du es noch nicht weißt, wir sind nach dem Wettkampf erledigt, wenn wir Pech haben. Und alles, was dir dazu einfällt, ist ein netter Abend am Lagerfeuer. Tolles Team, bravo. Ich muss wirklich lernen, nicht mehr so aufbrausend zu sein. Armer Miguel, dabei wollte er nur nett sein. Vielleicht sollte ich zu ihnen gehen. Schließlich könnte es unser letzter entspannter Abend zusammen sein. Aber wie kann ich sie jetzt nur finden? Das Stück Karte sollte hier sein. Das ist ein Stück von einer Karte. Ach, leider fehlt mir die zweite Hälfte. Wo kann ich die nur finden? Das ist nicht sehr deutlich. Es könnten Wellen oder fließendes Wasser sein. Das hilft nicht viel weiter. Okay. Gehen hier mal aus der Bibliothek raus. Nein, nicht. Doch, nein, doch. Okay. Und hier ist unsere zweite Statue. Und zwar ein Fohlen. Ich kaufe jetzt nur ganz kurz alles, was auf die Koppel kommt. Damit ich euch bei der nächsten Pflege oder Kommunikation wahrscheinlich eher die neue Weide zeigen kann. Okay. Okay, was wir gekriegt haben, sieht so aus. Also nicht ganz so toll. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Man muss hier feststellen, dass der Unterschied... Wir sind das hier, diese Tür ist der Gemeinschaftsraum und diese Tür ist unser Zimmer. Also die Größe ist der Gemeinschaftsraum, aber es sind zwei verschiedene Türen. Patrick! Guten Tag. Hallo. Sag mal, hast du vielleicht die anderen Schüler gesehen? Tja, ehrlich gesagt, schon eine ganze Weile nicht. Sie bereiten ein kleines Fest vor. Bist du etwa nicht eingeladen? Nun ja. Du hast ihre Einladung abgelehnt? Und jetzt bedauerst du es, stimmt's? Im Großen und Ganzen ja. Ein paar Dinge im Leben solltest du dir merken. Freunde sind heutzutage ein seltenes Gut. Und je älter man wird, desto wertvoller und unersetzlicher werden sie. Vergiss niemals, wie wichtig... Ja, schön und gut, aber ich muss sie jetzt ganz schnell finden. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Oh, warte mal. Ich habe vorhin beim Aufräumen des Gemeinschaftsraums dieses Kartenstück gefunden. Vielleicht findet die Party dort statt. Vielen Dank. Wenn es euch zusammenschweißt, helfe ich immer gerne. Das muss zum Treffpunkt führen. Okay. Da. Okay. Wird gemacht. Meiling, guten Tag. Ah, Meiling. Hallo, Kleine. Du trainierst heute Abend nicht? Tja, meine Freunde veranstalten eine kleine Party und ich wollte zu ihnen. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass eine Frau von deiner Persönlichkeit auf solche Lustbarkeiten verzichten und sich auf den Wettkampf vorbereiten würde. Okay. Das dachte ich auch zuerst. Und wieso hast du deine Meinung geändert? Ich weiß jetzt, dass diese gemeinsamen Augenblicke doch das Kostbarste im Leben sind. Verstehe. Ich hätte kaum noch Gelegenheit, mit ihnen zusammen zu sein. Du meinst wohl mit ihm. Wie bitte? Ich weiß nicht, wo deine Freunde stecken könnten, aber ich weiß, dass du den linken Weg nehmen musst, wenn du hier rauskommst. Du kommst an einem Reisfeld vorbei und erreichst eine einsame Hütte. Da würde ich hingehen. Warte, hier, nimm die Karte, das ist einfacher. Sehr gut, ich werde sie sicher benutzen. Okay, also haben wir zwei Karten. Die zweite sieht so aus. Hier haben wir die erste Statue gefunden. Das hier ist wirklich der einzige Hügel. Obwohl, hier gibt es ein paar Wege. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der Tempel. Na, egal. Okay. Ich werde aber zuerst hier rechts rum. Nee, die zweite links. Gerade eben war es die erste. Und dann auch etwas weiter ist. So weiter. Und da liegt etwas.
Das ist ein Teil der Karte. Ich verstehe nicht. Man sieht eine Insel mit einem toten Baum und da ist auch eine Art Grotte. Aber wo sind sie? Ah, auf der Rückseite steht etwas. Bevor du dich dem Licht des Feuers näherst, tauche ein in die Dunkelheit und finde einen Weg, die Tiefen der Insel zu erkunden. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich frage mich... Baum und die Grotte. Die Insel mit dem toten Baum ist die hier. Und die Grotte ist, glaube ich, diese hier. Das heißt, raus links, gerade links, rechts. Okay. Also raus. Dann hier gerade. Einfach zu dunkel. Ohne Licht komme ich hier nicht weiter. Okay, wir müssen zurück in die Stadt, um Dorflicht zu finden. Ich würde jetzt hier hinreiten, zu diesem Kreuz, wenn mir den gesagt hat, dass er auf uns wartet. Das ist aber offen. Fine. Be that way. Be that way. Ja, eine Kurbel. Okay. Sie brauchen etwas Licht und eine Kurbel. Und wenn wir jetzt zu der Insel mit dem toten Baum reiten. Ja, okay, das ist die richtige Richtung. Pferd. Hier ist vor kurzem gegraben worden. Das sieht man. Ach was. Okay, jetzt sollten wir zurück ins Dorf und mal sehen, ob wir nicht irgendwo eine Schaufel und so herkriegen. Das werden wir jedoch erst nächstes Video machen.